Ich hatte halt mein Abitur in der Hand und wusste, dass ich studieren will. Und ich habe dann dort angefangen, weil ich das früher eigentlich auch schon gerne gemacht habe und nach dem Abi dann auch ein bisschen Zeit dazu hatte, einfach auch Modelle zu bauen. Ich habe keine Ahnung mehr warum, aber ich bin halt bei Architektur hängen geblieben und habe mich beworben und habe den Studienplatz bekommen. Mittlerweile habe ich mein Doppeldiplom erfolgreich abgeschlossen und blicke fröhlich in die Zukunft. Ich finde es wichtig, dass man als Architekt das Haus nicht als Gegensatz zur Natur begreift, sondern dass die Natur integraler Bestandteil von Architektur wird. Wie möchten wir in Zukunft zusammenleben? Wo bauen wir? Müssen wir bauen? Und dann freilich auch, wie bauen wir? Wie will man eigentlich wohnen in Zukunft? Wie viel Individualraum brauche ich? Wie viel Gemeinschaftsfläche braucht der Mensch? Architektur ist ein Studium, wo Sie sich ständig mit Fragen der Zukunft auseinandersetzen. Was sind zukünftige Entwicklungen? Wie können Sie diese schon antizipieren und darauf in Ihren heutigen Entwürfen reagieren? Also Architektur ist etwas ganz Prägendes für unser eigenes Erleben. Und wenn man das studiert, hat man die Chance, auch einer dieser Gestalter und Gestalterinnen unserer Umwelt zu werden. In meinem Entwurf habe ich mich mit optimistischer Architektur auseinandergesetzt. Das ist auch natürlich ein eher utopischer Ansatz gewesen oder ein visionärer Ansatz gewesen, der zum Ziel hatte, dass man die Menschen näher zusammenbringt, dass man als Architekt Angebote macht, dass die Menschen sich treffen können und miteinander arbeiten können und nicht vereinzeln und alleine in ihrem Zimmer sitzen. Wir beschäftigen uns mit programmatisch offenen Gebäudetypologien, mit hybriden Gebäuden, die eine soziale Offenheit ermöglichen. Die Lehre bietet da ganz unterschiedliche Formate an. Das heißt, im Grundstudium gibt es bei uns die Vorlesungsreihe Anatomie des Wohnens. Und in den höheren Semestern bieten wir tatsächlich Entwurfskurse an, die sich mit dem Thema des forschenden Entwerfens beschäftigen. Es ist halt viel Kreativarbeit, aber auch Recherche. Also das Studium ging los und wir haben erstmal gelernt, alles per Hand zu zeichnen. Man saß da mit Bleistift und Lineal und einem Radiergummi, ganz wichtig, und hat dann halt auf A0-Blättern erstmal angefangen, Grundrisse, Ansichten, Schnitte zu zeichnen, alles per Hand, um das Handwerk zu lernen. Und bei uns war es, glaube ich, erst im vierten Semester haben wir dann den Grundkurs bekommen in digitalem Zeichnen. Wir legen den Schwerpunkt auf eine Architektur, die entsteht, die den Menschen als ganzheitliches Phänomen betrachtet, als Menschen der Räume erlebt. Und so wird auch dieses Erleben in die Entwurfsprozesse mit hineingenommen. In den verschiedenen Modulen benutzen wir die Materialien, um die Raumgenese zu trainieren. Wir fangen im ersten Semester an mit den Farben. Aus den Farben werden dann Räume gebaut durch Faltung und Fügung. Im zweiten Semester sind das eher Kubenobjekte, die entstehen, wo das Positiv-Negativ als räumliche Konstruktion entsteht. Daran kann man lernen, welche Phänomene es in der Architektur gibt, wie Raum funktioniert, wie der gebaut wird und welche gestalterischen Prinzipien dort angewendet werden. Als Studierender hat man die Möglichkeit, ein Auslandsjahr zu machen in Straßburg. Und das Besondere an diesem Jahr ist, dass die TU Dresden und die ENSAS in enger Kooperation miteinander zusammenarbeiten und dadurch diesen organisatorischen Aufwand aufheben für die Studierenden und man maximal profitieren kann von Sprache, interkulturellem Austausch und der Auslandserfahrung. Wir sind hier im FSR-Keller. Hier hält sich der FSR, der Fachschaftsrat der Architektur und Landschaftsarchitektur auf. Wir halten hier unsere Sitzungen. Wir sind selber eure Kommilitonen, eure Studierendenvertretung. Und zusätzlich organisieren wir Partys. Hallo. Zusätzlich ist eine sehr wichtige Arbeit für uns der Materialverkauf. Dadurch, dass wir in der Architektur sehr viele Modelle bauen, bieten wir das auch an.
Ich bin jetzt in der letzten Phase meines Studiums im Diplom und wir bearbeiten hier als Planungsgebiet den neuen Anfriedhof in Dresden, weil Friedhöfe jetzt allgemein das Problem haben, dass sie mehr Platz haben, als sie brauchen und es da um die Umnutzung dieser ungenutzten Flächen geht. Für mein Projekt habe ich zuerst die Bäume analysiert und daraus die entstandenen Freiflächen definiert, in die dann meine Gebäude platziert werden. Es ist eine Besonderheit an der TU Dresden, dass in der Fakultät Architektur sowohl Architektur gelehrt wird als auch Landschaftsarchitektur. Und dass wir Pflichtmodule haben in beiden Studiengängen, dass also die Interaktion zwischen Architektur und Landschaftsarchitektur stark ist. Sie beschäftigen sich mit Fragen des Städtebaus von Stadtquartieren, natürlich auch Fragen der energetischen Versorgung von Gebäuden, ökologische Fragestellungen. Es ist ein unglaublich breit angelegtes, sehr spannendes Studium, wo Sie als Gestalter unserer Umwelt tätig werden. Und ich denke, was uns als Architektinnen und Architekten, Landschaftsarchitektur, Studierende alle eint, ist unser Anspruch, doch die Welt ein Stück besser, schöner gestaltet zu machen. Das sind unsere Aufgaben, die wir Ihnen als Studierende hier näher bringen.